Ich würde sagen, als Backnanger allgemein ist man sehr verbunden mit dem Straßenfest. Da das die größte Veranstaltung ist, die man so im Jahr hat, ist das ja schon ein Spektakel für jeden Backnanger. Die erste Erinnerungen, die gehen weit zurück in die Kindheit, würde ich sagen, wo man noch beim Papa auf der Schulter saß, dass man über die Menge gucken kann. Lieblingsfahrgeschäft. Oh, das gibt es jetzt leider nicht mehr. Das war früher der große Pendel, wo so hin und her geschwungen ist. Das war früher mein Liebling. Wir sind tagsüber 6 Leute und nachts 16. Ja, nachts ist halt vermehrt. Nachts sind auch wesentlich mehr Leute da. Tagsüber ist allgemein nicht so viel los. Und dadurch haben wir nachts ein höheres Aufkommen. Auch da die Leute nachts mehr in Stimmung kommen, der Alkoholpegel wird höher, die Stimmung steigt und dann passieren auch vermehrt Unfälle. Ja, man hat viele Alkoholunfälle, oder was heißt Unfälle, viele Alkoholkonsumenten, die dann zu viel getrunken haben. Man hat vermehrt Streitereien bei Nacht, wo dann halt was passiert. Oder ein, zwei Drogenunfälle haben wir jedes Jahr mit irgendwelchen härteren Drogen. Die sind eigentlich immer dabei. Das ist so das Typische. Tagschicht geht immer von 12 bis 18 Uhr und die Nachtschicht von 17 bis 1 Uhr theoretisch, aber es ist ja immer ein bisschen offenes Ende. Dann, wenn der Sicherheitsdienst halt sagt, okay, wir sind jetzt nochmal durchgelaufen, wir können sicher sein, dass jetzt nicht mehr so viel los ist, dann machen wir Feierabend. Aber solange die Straßen noch voll sind, haben wir keinen Feierabend.